Willkommen zu einer anderen Ausgabe der Wisdom Factory auf Deutsch. Und heute bin ich hier mit Karin Rasmussen, die ich vor ein paar Tagen kennengelernt habe in einem wunderbaren Vortrag über Macht. Und das hat mir so viele Erkenntnisse gegeben, dass ich gedacht habe, ich möchte das unbedingt nochmal hören und aufnehmen, denn das war damals nicht aufgenommen. Und es einfach den Leuten, die daran interessiert sind, was Macht bedeutet oder welche Konnotation oder was auch immer, wir werden es nachher sehen, wie wir damit umgehen können, was ist unsere eigene Macht, was ist die Macht der anderen und so weiter und so fort. Aber ich will dem gar nicht so lange vorgreifen. Bevor wir anfangen, in das Thema einzusteigen, möchte ich dir gern, Karin, das Wort übergeben und sag doch ein bisschen was über dich. Ja. Fang mal an. Okay. Herzlichen Dank für deine Einladung, liebe Heidi. Zu mir möchte ich eigentlich nicht viel sagen, nur ganz kurz. Ich bin also Philosophin, nicht nur meinem Beruf, sondern auch meinem Wesen nach und offiziell eigentlich schon Altersrentnerin, aber ich kann einfach nicht aufhören zu arbeiten, weil es mir so viel Spaß macht. Ich habe so viel Vergnügen an dem, was ich die ganzen letzten 30 Jahre getan habe, nämlich mit Führungskräften darüber zu sprechen, wie sie es besser machen können, in Anführungsstrichen, also wie sie ihre Probleme lösen können. Und das hat mich fasziniert, mich immer noch, hat mich fasziniert, deshalb bin ich dort auch gelandet. Und ansonsten privat bin ich also, ja, Großmutter. Glücklicherweise habe ich zwei wunderbare Enkel und ich arbeite weiter, weil also als Freiberuflerin gibt es keine Grenzen. Man darf arbeiten, solange man will. Man wird nicht irgendwie verabschiedet oder so. Und solange meine Kunden mit mir reden wollen, bin ich sehr glücklich darüber und mache da auch gerne weiter. Ja, das ist wunderbar. Ja, du hast diesen Vortrag gehalten im Zusammenhang mit Leadership, mit Führung und so weiter und Business. Was mich aber nicht so sehr interessiert, sondern ein bisschen mehr so im Allgemeinen das Thema Macht. Und ich sagte vorher schon, als wir kurz redeten, es ist manchmal so, dass solche Sachen, solche Themen in dir herumschwirren, ja, und irgendwie denkst du, ja, und da ist doch, und ja, und vielleicht das, und dann hörst du das, dann hörst du das, und irgendwie hast du das im Kopf, aber das kommt nicht so richtig auf den Punkt. Und als ich dich hörte, über Macht zu reden, da sagte ich, ah, ja, genau so ist es. Und das wollte ich jetzt praktisch noch mal ein bisschen fixieren, indem wir miteinander darüber sprechen. Ja, ich gebe dir jetzt einfach mal das Mikrofon und du sprichst mal ein bisschen, was du unter Macht verstehst und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Also gerne, danke. Was du gerade gesagt hast, es schwirrt einem so im Kopf rum. Also bei mir war das so, dass das schon in der Kindheit anfing, diese Machtfrage. Damals hätte ich das natürlich nicht so formuliert. Aber diese Frage, warum richten sich die einen nach den anderen, die hat mich schon als Kind beschäftigt. Und ich war auch schon als Kind sehr aufmüpfig, also es steckte irgendwie schon immer in mir drin, dass ich immer genau wissen wollte, warum ich etwas tun soll und warum ich das jetzt tun soll und warum derjenige, der das von mir verlangt und verlangen darf und so weiter und so weiter. Und das hat sich so durch mein ganzes Leben gezogen. Irgendwann habe ich mich dann beruflich auch so dahin entwickelt und im Laufe der Zeit festgestellt, es reden alle über Macht, aber es kann keiner definieren. Immer wenn man nachfragt, was verstehst du unter Macht, kommt von die Beherrschung der anderen, die Unterdrückung der anderen bis hin zu beherrsche dich selbst, dann beherrschst du die Welt. So, also so dieses Extrem, ne? Von den Auffassungen her, aber alles sehr unscharf und sehr wandelbar und widersprüchlich, in sich widersprüchlich. Ja, ich habe es halt gerne ein bisschen konkreter und ein bisschen genauer. Und da muss es auch nicht ganz groß sein, sondern es muss stimmen. Genau. Und wenn ich jetzt einfach so mal, was du gesagt hast, eben nachdenke, in dem Wort Macht steckt für mich erstmal noch nicht Beherrschung. Ja, für mich auch nicht. Das ist eine Eigenschaft oder wie soll man sagen, eine Qualität, die irgendjemandem oder irgendetwas innewohnt. Aber das heißt ja noch nicht, wie das dann verwendet wird, oder? Nein, gar nicht. Also zunächst mal ist Macht, der Begriff an sich bezeichnet einfach nur ein Faktum und keinen Prozess. Genau.
das war schon das Erste, was mir schon aufgefallen ist. Die einen reden darüber, wie man es machen muss oder wie man es nicht machen darf. Und die anderen reden über Strukturen zum Beispiel. Ja? Also Macht haben die da oben. Hm? Jetzt kann man von da oben auch wieder die unterschiedlichsten Vorstellungen haben. Und als Kind hat man natürlich da oben eine sehr geografische Vorstellung. Also das war für mich die Wolken und so, ne? Und die Sonne und der Himmel, wenn es keine Wolken gab, eben blauer Himmel. Nicht der metaphysische Himmel, ja, in dem dann transzendente Wesen wohnen, sondern einfach der gegenständliche Himmel. Das war für mich oben. Und dann habe ich immer da oben die gesucht. Steckt die Macht in der Wolke. Genau, ich kann mich erinnern, ich hatte wirklich als Kind schon so heiße Diskussionen, da wohnt doch niemand, da gibt es doch keine Häuser und nichts, da kann doch niemand leben da oben. Man kann da rumfliegen sicherlich, so mit Flugzeugen, mit Ballons und so, aber leben kann, da kann doch keiner leben da oben. So. Und das hat dann sich über die Jahre so ein bisschen geklärt, was mit da oben gemeint ist, nämlich was dann an Führungsstrukturen zu verstehen ist. Ja, und dann bin ich also über Führung und Leadership, kann ich tagelang reden, werde ich jetzt nicht tun. Das war aber dann eben auch mein zentrales Studienthema. Ich habe also Soziologie, also Philosophie zuerst und dann Soziologie und Sozialpsychologie und Erwachsenenpädagogik und sowas studiert und mich auch immer weitergebildet. Also es ging immer so in die Richtung, wie geht man mit Macht um? Und dieses Macht haben und Macht nutzen, also den Prozess von Machtverhältnissen, wie die sich entwickeln und wie die sich verändern und so weiter. Das war dann so mein beruflicher Entwicklungsweg, der über viele Jahre mich begleitet hat. Und vor allem, und da bin ich auch für die Zukunft schon vorauseilend dankbar, allen Führungskräften, deren Probleme ich kennenlernen durfte. Weil es ist mir am Anfang nicht klar geworden. Ich wusste das am Anfang gar nicht. Führungskräfte haben viel mehr Probleme als andere Menschen. Ja. Machtmenschen, Menschen, die Macht haben, sagen wir es lieber so, weil Machtmenschen gibt es eigentlich nicht. Menschen, die Macht haben, aus welchen Gründen immer, sind mit einer viel komplexeren Verantwortung belastet als machtlose Menschen. Andererseits ist es aber so, dass machtlose Menschen ihr Leben meist sehr viel schwieriger empfinden. Das ist jetzt spannend, dass Macht Verantwortung mit sich bringt. Ja. Und Ohnmacht ja eigentlich eine Negierung der Verantwortung. Hm. Ne? Das finde ich jetzt ein sehr, sehr wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Und ich wollte dann auch noch sagen, gespürt Macht hat man ja auch. Ne? Also entweder merkst du, wenn jemand anders drauf antwortet, wenn du was sagst und die machen es dann, denkst du, ich habe ja Macht über jemanden. Oder wenn es eine Situation ist, wo jemand was von dir fordert und es fühlt sich komisch an. Das ist für mich mal ein Anzeichen, dass jemand versucht, Macht über mich auszuüben. Aber jetzt reden wir ja von Macht über. Das werden wir sicher noch ein paar Mal dazu kommen. Ja. Was ich wichtig finde, ist Macht für. Und denn Macht für hat doch eigentlich jeder, sobald er geboren ist. Sobald das Baby schreit und sagt, ich möchte was zu essen sozusagen, schreit so lange, bis die Mutter sagt, okay, ich gebe dir was oder so. Oder meine Katze, die dann immer rummaut, früh um 4, bis ich endlich aufstehe und sie rauslasse. Das ist ja auch eine Ausprägung von Macht, von einem Wesen in dem Fall und nicht unbedingt von einem Menschen, der irgendwas Böses dann mit dem Schild führt, nicht? Genau, genau. Also das ist auch eine sehr frühe Erkenntnis von mir, dass ich also gespürt oder verstanden habe, vielleicht noch einen Schritt zurück, du hast vorhin gefragt, was ich unter Macht verstehe. Ich verstehe unter Macht die Möglichkeit und Fähigkeit, das Verhalten von anderen zu beeinflussen. Verhalten von Menschen oder Umstände für das Verhalten von Menschen zu beeinflussen. Also Einfluss zu nehmen, der auch spürbar und sichtbar ist, auf den die anderen auch reagieren. Oder wodurch sich die Umstände ändern. Also etwas gestalten, ja, also so diese, das Dasein in der Welt eben auch nutzen, um was zu bewirken. So, das ist Macht. Und das ist, mit dieser Macht werden wir geboren.
Ja, und nicht nur über andere Menschen oder über andere Wesen, sondern auch über die Dinge, nicht? Wenn ich einen Garten mache, habe ich eine Macht über die Pflanzen und möchte, Unkraut kommt raus, dann habe ich die Macht zu sagen, dich will ich nicht und du kommst weg und nicht? Ja, genau. Entspannend, ja. Schon die Definitionsmacht sozusagen, was ist Unkraut, wo wir zum Beispiel auch lernen müssen und wo auch gerade wieder sehr viel gelernt wird, dass bestimmte Unkräuter gar keine Unkräuter sind, sondern sogar Medizinkräuter. Ja? Also so diese Zusammenhänge alle, das ist alles auch eine Frage von Macht. Indem wir uns verhalten, üben wir Macht aus, ganz allgemein. Entweder um etwas zu erreichen oder um etwas zu verhindern, auch das ist Macht, ja, das Wachstum des Unkrauts zu verhindern, wir rupfen es raus und erreichen damit ein besseres Wachstum für die Schnittblumen oder für was anderes. Ja, also das ist immer so eine in sich miteinander verbundene Widersprüchlichkeit. Und deshalb, du sagtest vorhin Ohnmacht, ich weise immer gerne darauf hin, Ohnmacht ist für mich Bewusstlosigkeit. Also du kannst wirklich nichts machen, weil du nicht bei dir bist, gewissermaßen, ist was anderes als Machtlosigkeit. Und es gibt sowas wie eine gelernte Machtlosigkeit, indem man eben glaubt, dass man keine Macht hat. Was aber nicht stimmt. Meiner Meinung nach stimmt das nicht. Und ich glaube auch, dieser Rückzug von der Verantwortung oder die Ablehnung von Verantwortung, die Nichtannahme von Verantwortung ist auch schon Machtausübung. Absolut. Verweigere meine Verantwortung, ja, ist schon Machtausübung. Und das ist etwas, um mal wieder auf mein Kernthema zurückzukommen, womit Führungskräfte oft konfrontiert sind. Dass also Mitarbeiter gar nicht bereit sind, die Verantwortung für irgendetwas zu übernehmen, sondern dauernd kommen und fragen, wie soll ich das machen, wann soll ich das machen, warum soll ich das machen? Also so wie ich mich als Kind benommen habe, wollen die dann immer erst mal überzeugt werden, dass sie es wirklich tun sollen. Und man muss ihnen dann auch sagen, wie sie es richtig tun sollen. Und dann darf man auch hinterher nicht kommen und hinterher sagen, es wäre anders besser gewesen, weil sie sind ja nicht schuld, es hat ja jemand so gesagt. Ja, das ist spannend. Das ist super spannend, weil das ist ja praktisch eine Umkehr von dessen, was wir denken. Normalerweise denken wir immer, der die Befehle ausgibt, der hat die Macht. Aber wenn der andere ihn sozusagen nötigt und damit seine Macht ausübt, dass der andere seine Macht ausübt, da ist es schwierig zu sagen, du bist aber schuld. Jetzt komme ich gleich auf das, was du vorhin sagtest, die gegenwärtige Situation. Also ich habe es wirklich lange Zeit aufmerksam verfolgt, jetzt tue ich das nicht mehr, weil es mich zu sehr frustriert. Es wurde in Bezug auf die Corona-Krise wurde von Anfang an die Politik gefordert. Es war immer die Rede von, wir fordern von der Politik und die Politik muss es richten und der Gesundheitsminister ist verantwortlich und so weiter und so weiter. War mir von Anfang an seltsam, was soll Politik gegen ein Virus tun? Also Politik kann möglicherweise den Kampf gegen das Virus organisieren, aber die Politik kann nicht gegen das Virus kämpfen. Das Virus macht sich nichts aus Politik. deshalb war ich am Anfang so ein bisschen, naja, sind vielleicht die Journalisten, die können es nicht besser ausdrücken. Die haben vielleicht sprachlich nicht so viel Klarheit drauf, dass sie das richtig sagen können. Später ist mir klar geworden, nee, das ist eine Haltung. Die anderen mögen es richten. Ich bin das Opfer, wenn mich das Virus befällt, dann ist ein anderer schon mal schuld, nämlich der das nicht verhindert hat. Und dann ist es auch noch, dafür ist dann auch noch ein anderer zuständig, dass es nicht so schlimm wird und dass es schnell vorbeigeht. Und dass ich das nicht verbreite, versteht sich ja von selbst. Also eigentlich bin ich auch daran nicht schuld, wenn das Virus von mir auf andere überspringt und jetzt schränkt man mir die Freiheitsrechte ein. Also ich habe wirklich gezweifelt an der klaren Vernunft von Mehrheiten. Es wurde auch zum Teil so dargestellt, also das dumpfe Volk
wie die Schafe, ja, ordnet sich der Politik unter, so wie die Schafe dem Hütehund folgen. Ja, das stimmt ja gar nicht, Schafe folgen ja nicht dem Hütehund. Der Hütehund umgekehrt. Nur das Ausbüchsen. Und die Schafe folgen dem Leithammel. Das war dann für mich so mal, als diese Metapher in mir hochkam, war dann mal so ein gewisses Aufatmen. Nee, das sind nicht die Journalisten, die sind nicht, sie sind nicht die Hütehunde und sie sind auch nicht der Leithammel. Die spiegeln nur wieder, was stattfindet. Und die Leithammel, da müssen wir mal genauer hingucken. Es gibt ja verschiedene Schafherden. Die einen sind die Schafe, die die Maske tragen und die anderen sind die Schafe, die behaupten, es gibt kein Corona. Also ne, schwarze Schafe, weiße Schafe und so weiter. Es wird jetzt ein bisschen albern, aber ich denke manchmal wirklich in solchen platten Metaphern, um selber von der Palme runterzukommen und dieses Kreiseln, ja, einfach klar zu kriegen, in welche Richtung läuft das Ganze. Ja, das finde ich schon spannend in vielerlei Hinsicht. Ich meine, gerade was die Journalisten betrifft, eigentlich sollten sie ja kritisch sein, ne? Und mal gucken, was ist da wirklich so los und so. Und es sah ja nicht so aus unbedingt, als wäre es das. Die Menschen, meiner Meinung nach, könnten, aber vielleicht haben sie sich das abgewöhnt, Verantwortung für ihre eigene Gesundheit übernehmen. Das heißt, wenn da irgendwas im Anflug ist, selbst wenn ich es nicht weiß, da passe ich halt ein bisschen auf. Und wenn ich dann irgendwann höre, naja, das ist sowas wie eine Grippe und das braucht ein gutes Immunsystem, ja, dann mache ich halt was, dass mein Immunsystem gut ist und warte nicht drauf, dass irgendjemand ein Rezept gibt für irgendwas, womit ich dann endlich wieder in die Freiheit kommen und dabei weiß man es ja nur doch nicht so, ob ich dann anschließend frei bin oder nicht, weil ich hänge ab von denen, die das sagen, Hicks und sonst was, nicht? Und in dem Zusammenhang fand ich eben interessant, dass du sagtest, jede Macht hat auch eine Gegenmacht. Ja. Das heißt, wenn ich mich dieser Macht unterordne, die ich jetzt spüre, weil meine Freiheitsrechte weggenommen sind, muss ich da so sitzen und sagen, genau. Was kann ich machen? Ich habe doch irgendwo auch ein bisschen Agens. Ich habe doch auch irgendwas, ein bisschen Macht. Das heißt nicht unbedingt, dass ich auf jede Demonstration rennen muss. Das kann ich hier auf meinem Land jetzt sowieso nicht. Aber irgendwas kann ich doch machen, ne? Oder? Ja, du hast sicher darüber nachgedacht, was alles du machen kannst. Ne? Also zunächst, ich habe das bei mir selbst beobachtet und war schon ein bisschen über mich erschrocken. Zunächst habe ich mir einfach öfter als früher die Hände gewaschen und war erschrocken, dass ich es früher seltener getan habe. Weil in diesem Moment schien es mir so logisch, dass man sich die Hände waschen muss nach allen möglichen Handlungen, wo man ja mit anderen, mit Keimen und anderen Faktoren in Berührung gekommen ist, ehe man dem Nächsten wieder die Hand gibt. Ne? Das Nächste war tatsächlich Hände geben, Hand reichen, einzuschränken. Leute, die ich nicht kenne, wo ich nicht weiß, wie die leben und was die vorher getan haben, waren mir schon immer suspekt. Ich habe schon immer mich unangenehm dabei gefühlt, wenn Fremde mich berührt haben, egal wo. Auch wenn mir einer auf die Schulter klopft oder als Kind, wenn dann so Leute kommen, halt bitte eine Süße. Oh, ja. Das ist übergriffig, da kommen wir sicher auch noch dazu. Aber das war, als ich ein Kind war, was Normales. Also das fanden die Leute einfach nur nett und freundlich. Aber es hat für mich sich auch immer angefühlt wie Übergriff und wie Machtmissbrauch in diesem Sinne. Sie waren dazu in der Lage und ich war nicht in der Lage, mich zu wehren. Ich konnte nur böse gucken oder wegzucken und dann gab es Schimpfe von Mama, hab dich nicht so. Genau. Ja, das ist unhöflich und das sind doch nette Menschen und dieses, was kann ich tun, wenn andere mir bestimmte Auflagen erteilen? Also wie jetzt zum Beispiel diese Corona-Regeln. Natürlich kann man dagegen verstoßen und es hat ja auch massenhaft stattgefunden. Und das ist das, wo ich immer denke, die Leute setzen ihre Macht ein, indem sie sich wie Wölfe im Schafspelz tarnen als Opfer. Sie machen Demo und sprechen von Wutbürger oder von verzweifeltes Volk, indem sie genau das, was vernünftig und richtig ist, unterlaufen, um ihre eigene Macht zu nutzen.
Und ich möchte behaupten, die meisten von denen sehen es gar nicht so und sind sich dessen auch nicht bewusst, dass sie gerade Macht benutzen. Aber die fühlen sich wirklich echt als Opfer und machen sich gar nicht klar, dass sie sich tarnen, dass sie ihren Widerstand, der eine Gewalttat ist, eine politische, gesellschaftliche Gewalttat, dass sie den nutzen, um ihre individuelle Macht auszukosten. Ich glaube, die meisten der Teilnehmer an solchen Anti-Corona-Demos machen das nicht bewusst, sondern die sind wirklich verärgert und frustriert, dass es überhaupt Corona gibt. Daran muss einer schuld sein oder mehrere, und auf jeden Fall können sie selber das nicht sein, weil es ist ja über sie gekommen, wie ein Vulkanausbruch oder eine Hochwasserflut. Und das hätte man ja verhindern müssen. Ja, wenn man so sieht, stimme ich dir durchaus zu. Ich stimme dir nicht zu, dass sie keinen Grund haben, dahin zu gehen, weil ich der Meinung bin, man muss ja wissen, warum man so eingesperrt ist. Und wenn da keine Transparenz passiert, sondern wenn man abgespeist wird mit irgendwelchen Ideen, die nicht unbedingt begründet sind, dann bin ich schon der Meinung, dass man seine persönliche Macht verwenden soll, um zu sagen, nee, mit mir nicht. Also dass man sozusagen, wie sagt man, Grenzen setzt, ja, zu dem. Richtig, aber es gibt ja keine logische, für mich keine logische Erklärung, dass das in Form einer Demonstration sein muss. Und noch dazu in einer massenhaft Demonstration, bei der die Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden, bei der keine Masken getragen werden, bei dem, wo also wirklich demonstrativ im wahrsten Sinne des Wortes gegen die Regeln verstoßen wird. Ich sehe auch, also das ist meine ganz persönliche Meinung. Klar. Ich rede nicht für irgendjemand, für keine Partei oder irgendeine Bewegung, sondern nur für mich. Ich sehe zum Beispiel auch keine Rechtfertigung und keinen Grund, warum Revolutionen zum Beispiel blutig sein müssen. Oder warum man Menschen vernichten muss, gegen deren Auffassung man ist. Genau. Ja, also ich sehe dafür einfach, also ist für mich nicht akzeptabel, es gibt für mich keinen Grund. Es gibt eine Erklärung, das ist was anderes. Der Auslöser ist in der Regel Frust und ein Gefühl der Hilflosigkeit. Man fühlt sich als Opfer, ehrlich, man fühlt sich wirklich so als Opfer und möchte dem Widerstand leisten. Und möglicherweise ist der Druck so groß, dass man nicht mehr in der Lage ist, über verschiedene Varianten von Widerstand nachzudenken und dann zu wählen, in welcher Form man nun Widerstand leistet. Ja, also man ist dann im doppelten Sinne hilflos, weil die Gegeninstrumente, die Gegenmacht, die Instrumente für die Gegenmacht einem einfach nicht einfallen oder nicht zur Verfügung stehen. Genau. Da komme ich nämlich auf die Idee, dass wir praktisch im Moment nur alte Machtspiele weiterspielen. Genau so. Okay, erklär da mal ein bisschen mehr. Wir folgen genau der Gegenüberstellung Volk und Machthaber. Mhm. Vergessen dabei, dass das Volk die größte Macht hat. Was wir jeden Tag erleben. Die Medien sind voll von dem, was das Volk tut. Aber wir sehen es anders, weil die Medien über Regierung reden. Und dieses, also ich gehe jetzt sehr weit und ich glaube, du wirst viele oder wir werden viele widersprüchliche Reaktionen kriegen. Ja, geh mal da weiter rein, das interessiert mich. Mich interessiert ja die Sachen. Das ist ja nicht, dass wir jetzt Wahrheiten verkünden wollen. Genau. Das ist ja ein Inquiry, das ist ja eine Suche. Wie kann man das sonst noch sehen, nicht? Also ich glaube wirklich, dass diese Art des Denkens über Macht, wie sie in unserer Kultur sehr weit verbreitet ist. Also Macht sind die da oben und ohne Macht sind die da unten. Oder machtlos, ne, sind die da unten. Und das Volk ist eigentlich ja der Souverän, steht ja auch so in der Verfassung. Und seit den Menschenrechten ist ja klar, wir sind alle gleich, ja, jeder hat die gleichen Rechte und so weiter. Aber man sieht ja dauernd, dass dagegen verstoßen wird. Und von wem wird verstoßen? Na, von denen da oben. Von denen, die die Macht dazu haben, ja. Und dann hört das Denken auf. Und wenn man genauer hinguckt, dann stimmt dieser Satz, dagegen wird verstoßen von denen, die die Macht dazu haben, durchaus. Nur das ist in der Mehrzahl das Volk.
Oder die einzelnen Menschen auch, nicht? Jeder Einzelne von uns. Jeder Einzelne, Diebe, Mörder, Vergewaltiger, egal was du nimmst, egal welche Verstöße gegen welche Regel du nimmst, allein von der Massenhaftigkeit sind es nicht die Machthaber, sondern es ist das Volk. Naja, das sind aber Kleinigkeiten. Nee, ich glaube, das Einzige ist, dass das Volk nicht unbedingt eine Polizei hat, die das ihre eigene Machtdemonstration verteidigt, sagen wir es mal so rum. Das würde ich als einen Unterschied sehen. Also wir haben uns im Laufe der Menschheitsgeschichte seit mehreren tausend Jahren natürlich Apparate geschaffen. Die Menschheit hat sich Apparate geschaffen, Institutionen geschaffen, Polizei, du sagst das Stichwort gerade. Ja, nur bitteschön, jeder Polizist ist ein Mensch. Ja, klar. Und jeder Politiker ist ein Mensch. Das ist nichts anderes. Die haben nicht einen Arm oder einen Finger mehr und auch nicht ein Auge mehr als jeder andere. Die sind auch nicht gebildeter, leider. Ja, leider, ja. Andererseits weiß ich nicht genau, ob es sinnvoll wäre, dass sie gebildeter wären, weil dann könnten sie auch den Machtmissbrauch noch besser verschleiern, den Vereinzelte dann eben tatsächlich auch immer realisieren. Also ne, es ist also die Grundannahme ist, Menschen sind in sich widersprüchlich, in ihrem Verhalten, in ihrem Wollen, in ihren Werten. Kann man bei sich selber merken, dass man hin und wieder dazu neigt, etwas zu tun oder etwas zu tun zu wollen, was man normalerweise nicht tun würde. Genau. Ich bin zum Beispiel auch der Meinung, jeder Mensch kann zum Mörder werden. Du musst ihn nur dolle genug reizen. Das bin ich absolut der Meinung. Wer weiß, was man machen würde in Extremsituationen. Genau. Genau. Und da ist also von vornherein schon mal bei mir die Bereitschaft vorhanden zu sagen, jeder ist für seine Handlungen selbst verantwortlich, egal welchen Beruf er hat, in welchem System er auf welchem Posten sitzt. Also eine integre Persönlichkeit zu sein, ist die Verantwortung jedes Einzelnen. Das ist nicht die Verantwortung des Apparats, dafür zu sorgen, dass jeder eine integre Persönlichkeit ist. Es also, ist vielleicht ein bisschen die Verantwortung der Eltern, wie sie dich erzogen haben. Das könnte. Auch, aber ja nicht, es gibt ja, wir sind doch Herdentiere, es gibt doch gar nicht diese lineare Beziehung nur zwischen Kindern und Eltern. Jedes Kind ist von Geburt an von der ganzen Gesellschaft umgeben, beziehungsweise von einem Ausschnitt aus der ganzen Gesellschaft. Wir haben Nachbarn, wir haben Verkäuferinnen, Verkehrspolizisten, Krankenschwestern, alles Mögliche um uns rum. Und jeder von denen ist für ein Kind ein Vorbild. Aber sind die sich das bewusst? Also ich habe oft erlebt, dass Verkäuferinnen zum Beispiel, weil sie erschöpft waren, so kurz vor Feierabend oder so, dass die also sich so daneben benommen haben, wo ich als Kind dazwischen stand und gedacht habe, warum passiert das jetzt? Warum faucht die Kundin so an? Die hat doch nur nach einer bestimmten Ware gefragt. Oder ähnliche Situationen, wenn Lehrer ausrasten, ja, oder wenn Lehrer zum Beispiel Kinder beschämen. Ach, du schon wieder, ja, ne, ich weiß schon, dein großer Bruder. Da ist in mir immer so ein ganz großes Fragezeichen aufgeploppt. Was wollen die damit erreichen? Warum tun die das? Ich glaube, erreichen wollen die gar nicht unbedingt was. Das ist ihre Unfähigkeit, in dem Moment mit der Situation umzugehen. Die sind überfordert, richtig. Mhm. Heißt nicht, dass sie unfähig sind. Sie können es nur im Moment nicht. Weil sie eben erschöpft sind zum Beispiel. Und wenn man sich überlegt, was von einem Lehrer so verlangt wird, ne, immer so gleich mehrere und sehr doch energiegeladene Persönlichkeiten um sich zu haben und für die verantwortlich zu sein, das ist schon eine Belastung. Das muss man irgendwo auch mal zugeben. Ne? Natürlich haben die viele Ferien und viele kurze Tage, scheinbar. Scheinbar, ja. Kurze Arbeitstage, genau. Aber in dem Moment, wo die Kinder da sind, ist das schon ne, ein Druck. Das merken viele Mütter jetzt oder viele Familien merken das jetzt, wenn sie im Homeoffice ein, zwei Kinder um sich haben, manchmal reicht schon eins, ja, dass das eine Belastung ist, weil die Kinder natürlich einfordern, kümmere dich um mich, sei für mich da. Und dieses, was wir voneinander erwarten und voneinander fordern, dieser Druck, Anführungsstrichen,
der ist ihr manchmal zu groß. Und deshalb wehren wir uns manchmal generell dagegen, dass es diesen Druck gibt. Was andere wollen, interessiert mich nicht. Ja, von Zeit zu Zeit nehmen wir diese Haltung ein, lasst mich in Ruhe. Genau. Ich will jetzt nichts mehr hören und nichts mehr sehen. Oder aber wir gehen damit unangenehm um. Also für den anderen auch unverständlicherweise. Weil wir auch nicht achtsam mit uns selber umgehen. Also nicht rechtzeitig merken, meine Kraft lässt nach und ich halte nicht mehr lange durch oder ich verliere gleich die Beherrschung. Wenn wir das vorher ansagen würden, würden wir auf viel mehr Verständnis stoßen, aber oft merken wir es auch erst hinterher. Die nachgeschobene Entschuldigung, die macht es dann meistens nicht besser. Du sprichst da von emotionaler Intelligenz und das ist ja ein Wachstumsfaktor, nicht? Ja. Und der wird praktisch ja in unserer Erziehung, aber auch in unserer Gesellschaft noch nicht genug bedacht als wichtig. Ne? Es geht darum, in der Schule musst du lernen Mathematik und diesen ganzen Kram. Ja. Aber das Miteinander, erstmal mit sich selber umgehen lernen und dann miteinander umgehen lernen, das ist ja erst in den letzten Jahrzehnten überhaupt als Thema aufgekommen. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir da besonders viel dazugelernt haben. Ne? Also ich bin sehr froh darüber, dass wir schon in der Lage sind, darüber zu diskutieren. Ich glaube auch zu wissen, wir sind ja jetzt, also was jetzt in die Schule geht, ist praktisch die vierte Generation, die keinen Krieg erlebt hat. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass diese Grundgegenüberstellung, die Guten und die Bösen, wir und die Feinde, dass die schon über mehrere Generationen nicht mehr nötig war. Und der letzte Schlitz sozusagen der letzte Break, also die politische Wende in Deutschland, die sogenannte Wiedervereinigung, war für mich auch so ein historisches Moment, wo ich gedacht habe, jetzt ist auch endlich mal Schluss mit Klassenkampf. Also dieses wir da unten und ihr da oben und das Volk muss und die da oben müssen, also dieses Gegenseitige, das ist ja auch Kampfrhetorik immer, diese Sprache. Man muss und es geht nicht anders und wenn das nicht so läuft, wie wir das wollen, dann gibt das eine Katastrophe und so weiter. Also diese ganze Kampfrhetorik, die hat mich immer irgendwie angewidert. Ich habe das nie wirklich als verbindlich und zwingend empfunden, weil ich immer dachte, geht doch auch anders. Es gibt doch so viele Beispiele, dass es anders geht. So viele Beispiele, dass man sich friedlich einigen kann. Jeden Tag mehrmals tun wir das. Jeden Tag mehrmals verhandeln wir in unserem Umfeld wie wir es machen wollen. Wir machen gemeinsame Pläne, wir einigen uns über alles Mögliche. Und plötzlich heißt es dann, nein, also so nicht. So, Schluss, aus, ich nicht mehr. Du musst. Oder ich will einfach nicht. Ich will nicht. Genau. Und ist das jetzt nicht wieder verstärkt in der letzten Zeit, nachdem wir es ein bisschen versucht haben, aufzuweichen so? Jein. Hier gibt es wieder Macht und Gegenmacht. Es gibt eine Tendenz, eine Bewegung oder einen großen Trend dahin, dass die Verhältnisse wieder polarisiert werden. Bist du für oder gegen uns? Ne? Wer nicht für uns, ist gegen uns. Und alles, was anders ist, ist schlechter. Also dieses besser oder schlechter, richtig oder falsch, steckt immer noch sehr tief drin. Und leider, leider, leider wird es auch gerade wieder den Kindern beigebracht. Nicht nur durch die Eltern, auch durch die Schule und vor allem auch durch das Internet, durch dieses Cybermobbing, was da auf Kinder schon erleben müssen. So wie du bist, bist du nicht okay. Hier, guckt euch mal das Foto an und alle lachen sich halb tot. Dabei kann das Kind überhaupt nichts dafür, wie es aussieht. Ja, also solche Geschichten. Da ist gerade wieder so eine Gegenbewegung drin, gegen dieses Verfriedlichen. Ja. Ist gerade wieder ein Verkämpfen drin, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Ja.
Aber da möchte ich was dazu sagen. Ja. Ich denke, das ist auch aus diesem Machtdings raus. Ich verfolge ja sehr auch, was in Amerika geschieht, weil mein Mann war Amerikaner. Und da ist es ja mittlerweile so, dass eben bestimmte Kräfte meinen, sie haben die Wahrheit gefressen. Und was anderes darf man nicht sagen. Man muss ganz bestimmte Sachen sagen, also Political Correctness und sowas, nicht? Und dass dann die anderen, die das Falsche sagen, dann angeprangert werden und dies und das und jenes. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Das ist letztendlich, ja, die Macht, dass das auch ein Versuch ist, sagen wir mal, von Machtlosen, wie zum Beispiel Studenten, Machtlosen, ne? Wie Studenten, jetzt plötzlich Macht auszuüben über bestimmte Professoren, die das Falsche sagen. Oder in der Schule zum Beispiel Kinder gegen Lehrer dann jetzt plötzlich auftreten können, weil sie gesagt gekriegt haben, dass was sie denken, das ist richtig und das andere ist falsch und du musst das bekämpfen. Und das war, hat ja lange, hatten wir ja die Bestrebungen zu, so, ich weiß nicht, inwieweit du mit Integral befasst bist, diese postmoderne Zeit, die alle zusammen, wir wollen alle gemeinsam machen, wir wollen uns verstehen und dies und das. Und das ist jetzt wie so eine Art Gegenbewegung dazu. Es ist wie das alles wieder zunichte machen, der Versuch, Gemeinschaft zu bilden und Frieden zu bilden. Wie siehst du das? Also wir haben natürlich auch mit dieser Verfriedlichung, also mit diesem integrativen Umgang, ja, haben wir natürlich auch erlebt, dass Grenzen überschritten werden und von Menschen etwas verlangt wird, was sie nicht leisten können. Sag da mal mehr dazu, was meinst du? Ich meine zum Beispiel, also liebe deine Eltern, ja? So als mal 10. Gebot irgendwas, ne? Und jetzt habe ich Eltern, die sind gewalttätig, die kann ich nicht lieben. Und jetzt suche ich Hilfe, indem ich zum Beispiel schlecht über meine Eltern rede. Da werde ich sofort zurückgepfiffen, das gehört sich nicht, das macht man nicht, du hast deine Eltern zu ehren, du hast denen viel zu verdanken, ja was denn eigentlich? Aber das ist doch eher die Zeit, in der wir aufgewachsen sind. Heutzutage kannst du ja die Eltern sozusagen anzeigen und ja, so. Also es ist schon... Findet ja nicht statt. Schau, wenn du in Deutschland die Statistik anguckst, wie oft Kinder missbraucht werden und von wem. Da zeigt niemand was an. Da zieht man sich elegant und vornehm aus dem Schlamassel, indem man sagt, ich war ja nicht dabei, ich weiß ja nicht, ob es stimmt. Ah, ist das noch immer so? Okay. Wenn ich den jetzt anzeige und nachher stellt sich raus, es ist gar nicht an dem, dann bin ich ja verbrannt, dann bin ich ja sozusagen die sozial Ausgestoßene. Also ich weiß davon nichts. Das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel auch Kleinkriminelle eben nicht gleich verurteilt werden. Erstens dauert es viel zu lange, bis überhaupt die Tat nachgewiesen wird und so weiter. Ist ja alles mit viel Bürokratie auch verbunden. Ne? Dann ist es erwiesen, dann haben die vielleicht sogar noch ein Geständnis abgelegt. Dann brauchen sie einen Haftbefehl vom Richter und der hat so einen Stapel. Und der sortiert natürlich nach Schweregrad der Fälle und so weiter. Und irgendwann ist die Frist abgelaufen, in der man hätte entscheiden müssen, weil es ja auch gesetzlich festgelegt. Und da kommt der Kleinkriminelle erstmal zweimal, dreimal, viermal, fünfmal davon. Und weißt du, all die Skandale, die wir erleben in unserer deutschen Gesellschaft, in unserer Zivilisation, in unserer Demokratie, alle diese Skandale haben im Prinzip in der Kindheit angefangen. Einmal geklappt, da hat es zweimal geklappt, da hat es fünfmal geklappt, dass man zuerst die Eltern terrorisiert, dann die Schulkameraden, die Spielkameraden sich unterwirft, indem man sie zum Beispiel korrumpiert. Natürlich sind das alles Kleinigkeiten. Aber solange da nicht gegengesteuert wird, hält sich das als Strategie im Hinterkopf. So geht's, so klappt's. Genau, eine Haltung, eine Grundhaltung, ne? Genau, da wird diese Grundhaltung, Macht gegen Integrität, ja, ganz in kleinen Schritten und ganz spontan, ohne dass es bewusst reflektiert wird, wird dieser Weg zum Lebensprogramm. Ja, das ist... Ich will, ich weiß wie. Das ist sehr interessant, und gerade weil du nochmal Integrität sagst. Wenn man ein integrer Mensch ist,
wird man wahrscheinlich mit Macht anders umgehen, als wenn man jemand ist, der auf diese Art und Weise geprägt ist. Dass ja. er da nochmal durchgekommen ist, da, das haben wir schon wieder geschafft, das hat keiner gemerkt. Naja, wenn es dem anderen jetzt ein bisschen schlecht gegangen ist, na, macht ja nichts. Ne? Hätte ja so. Was sagen können. Genau, hättest ja was sagen. Was ja natürlich stimmt, bis zum gewissen Grad. Ne? Und genau das meine ich. Also da und an der Stelle ist wirklich die gesamte Gesellschaft verantwortlich, jeder Einzelne verantwortlich, rechtzeitig Stopp zu sagen. Genau. Rechtzeitig zu sagen, Moment, ich habe durchschaut, was du möchtest. Das kannst du anders erreichen. Oder du kannst es nicht erreichen mit mir. Ich bin bereit, es zu tun, aber nicht unter der Bedingung, die du mir stellst, weil es dem Wesen nach vielleicht sinnvoll ist. Also ich kann, ein ganz einfaches Beispiel, um zu verdeutlichen, was ich meine. Ich habe als Kind also wirklich sehr, sehr oft diese Szene erlebt, dass ein Schüler zu spät zum Unterricht kam und vom Lehrer dafür beschämt wurde. Also richtig vor der Klasse runtergeputzt, ja, und wenn das mehrmals vorkam, es zählte keine Entschuldigung, es war immer der gleiche, ne? Das war also schon vorhergesehen und die ganze Klasse grölt mit. Und das hat mir wehgetan. Das glaube ich. Und dann habe ich beobachtet, es ist nicht die ganze Klasse. Nur die, die grölen, grölen so laut, dass es sich anhört wie die ganze Klasse. Und die, die grölen, sind in erster Linie die, die auch schon mal beschämt wurden. Die auch schon mal zu spät gekommen sind und jetzt so praktisch ihre Rache erleben. Der Lehrer ist das Instrument ihrer Rache, weil jetzt beschämt er einen anderen. Ja? Der hat damals auch gelacht und jetzt lache ich auch. Also dieses im Prinzip sozialdarwinistische Vorgehen, wobei meiner Meinung nach Darwin da völlig falsch verstanden wurde, weil der hat nicht gesagt, der Stärkere überlebt, sondern Survival of the Fittest bedeutet ganz was anderes, aber es wird oft so übersetzt, ne? Der Stärkere gibt nach, bis die Dummen gewinnen und so. Ne? Diese Sprüche kennen wir alle. Wobei der nachgibt, unter Umständen wirklich der Stärkere ist, aber die anderen nicht die Dummen sind und so weiter und so weiter. Ja? Also das ist so verbogene Wahrheit. Ja, und da ist das nicht das alte Jahrtausende, würde ich sagen, alte Hierarchiedenken? Dass man, auch wenn man versucht, die Hierarchien auszugleichen in der postmodernen Gesellschaft, aber dass wir noch immer hierarchisch strukturiert sind und hinter jeder Hierarchie Machthierarchie versteht. Und dann schmeißen wir alle Hierarchien weg, nur dass wir merken, dass sie dann durch die Hintertür mal hübsch wieder reinkommt. Ne? Das ist ja das Paradoxe daran, ist ja, dass wir gar nicht alle Hierarchien wegschmeißen. Wir sind ja wirklich bemüht, sogar ein höheres Wesen zu finden, unter dessen Fittiche wir uns begeben können. Also wir glauben entweder an Gott, der viel mächtiger ist als Menschlein, vergessen dabei, dass wir Menschlein uns Gott geschaffen haben, ne? Also zumindest als Vorstellung. Wir hoffen, dass die Regierung die Krise in den Griff kriegt, ne? Ich frage mich, in welchem Griff, wo hat die Regierung ihre Hände? Also ne, das ist so eine Vorstellung, die ist so transzendent, wie es nur geht. Wer ist die Politik? Ja? Also, und ich glaube, es ist tatsächlich in der Natur des Menschen, da wir ja Herdentiere sind, ist es genetisch angelegt, dass wir bereit sind, Autoritäten zu akzeptieren, denen auch zu folgen, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und die Grenze ist eben immer unsere eigene Integrität. In dem Moment, wo wir uns alle angegriffen, benachteiligt, vernachlässigt und so weiter fühlen, in dem Moment verliert die Autorität ihre Autorität. In dem Moment suchen wir entweder nach einer anderen Autorität oder wir suchen nach Rückzug und Entzug. Wir wollen uns der Autorität entziehen. Aber in dem Moment, wo wir dann wieder merken, jetzt sind wir selbst verantwortlich, das ist zum Beispiel etwas, was ich sehr oft erlebe, wenn Führungskräfte ausscheiden und nicht aufhören wollen zu arbeiten, dann denken die darüber nach, ob sie sich selbstständig machen. Und je mehr sie darüber nachdenken, je genauer sie sich das vorstellen, wie das sein wird, wenn sie selbstständig sein werden, umso mehr Angst kriegen die.
Weil da ist ja so vieles, was Sie dann selbst entscheiden müssen, was Sie selbst verantworten müssen, wo Sie gar keine Ahnung davon haben. Weil bis jetzt hatten Sie immer einen Apparat, der das für Sie geregelt hat, der dafür zuständig war. Und jetzt sind Sie selber der Apparat und nein, nein, also das übersteigt ja die Fähigkeiten eines Einzelnen. Also das lasse ich mal lieber sein. Ich habe ja genügend verdient und ich habe auch Rücklagen und dann bleibe ich eben Privatperson so, ne? Also da ist ganz viel auch, da geht auch viel Know-how verloren, weil die haben natürlich viele Erfahrungen und vor allem auch große Netzwerke. Und wenn die dann so in sich zusammenfallen, dann ist da auch viel Kooperation einfach zu Ende. Und das ist schade. Die Gesellschaft könnte einen großen Nutzen davon haben, dass die eben nicht in den sogenannten Ruhestand gehen. Aber es ist mit viel zu viel Angst verbunden, weil die Verantwortung so ganz anders ist als das, was sie kennen. Ja. Und dieses Selbstverantwortlichsein, 100% für das eigene Leben selbstverantwortlich zu sein, nicht nur für die Gesundheit, dieses verantwortlich zu sein, das haben wir tatsächlich nie gelernt. Nee. Und das lernen wir, wenn wir uns also zum Beispiel selbstständig machen oder wenn wir mal irgendwo liegen bleiben mit einer Autopanne oder so. In dem Moment wird uns bewusst, ich habe das ja überhaupt nie gelernt, was mache ich denn jetzt? Wer hilft mir jetzt? Da fangen wir an zu überlegen, wer hilft mir jetzt? Und wie komme ich an den ran? Wie kann derjenige erfahren, dass er mir helfen muss? Weil er muss mir ja helfen, weil ich bin ja hilflos. Ja, und dieses in Kooperationen denken findet de facto im Alltag ständig statt, solange wir ein direktes Umfeld haben, was für uns erreichbar ist. Mhm. Wir wissen ständig, was wir von anderen wollen, mhm, für uns tun sollen oder was wir mit denen gemeinsam tun wollen. Das ist eigentlich etwas, was sich ganz natürlich entwickelt. Wenn man in einem sozialen Umfeld aufwächst, dann kann man das bei anderen beobachten, wie die zusammen kooperieren, in welcher Beziehung auch immer. Es können Kleinigkeiten sein. Reich mir mal die Butter. Wer holt mir bitte mal den Feger? Ja, das Geschichten, ganz alltägliche Sachen. Aber wir machen es uns nicht bewusst. Das ist Kooperation. Ja, Kooperation einerseits, aber Macht auch. Wenn die Eltern sagen, du geh jetzt mal in den Keller und hol mal das Bier oder was auch immer, dann ist es auch ein Befehl. Und wenn ich in einer höheren Position bin, dann ist es schwierig, selbst wenn du es nicht als Befehl meinst, dass dann jemand anders es als Befehl empfindet. Also es ist, finde ich, sehr trickreich, ja, dieses bösen Machtstrukturen da als neutralisieren, sagen wir es mal so. Ich bin wirklich happy, dass du das so ansprichst, weil es ist so einfach. Wir alle haben, auch die heutigen Kinder haben das schon oft gelernt. Wie heißt das Zauberwort? Bitte. Eben. Und es ist kein Befehl mehr. Ja, es kommt drauf an, wenn sie sagt, mach das mal bitte, ja? Ja. Dann ist das auch ein Befehl. Man möchte nicht jedes Mal diskutieren, man möchte nicht immer zweifeln und vor allem auch nicht immer schmeicheln und ja, also dieses etwas doch anstrengendere und aufwendigere miteinander verhandeln und immer auch geben und nehmen, so im Auge zu behalten, ob da noch ein Gleichgewicht besteht, das muss ja gar nicht direktes Gleichgewicht zwischen zwei Beteiligten sein. Das gleicht sich ja in der Familie zum Beispiel oder im gesamten Team, gleicht sich das ja irgendwann mal wieder aus. Und erst über einen viel längeren Zeitraum merkt man ja, dass einer mehr gibt und der andere mehr nimmt. Und dann gilt das auch nur innerhalb dieser Grenzen. Also zum Beispiel oft, ich habe oft so dieses Problem bei Führungskräften, dass es im Team jemand gibt, der sozial sehr angesehen ist, den man also sehr mag im Team, der aber nur durchschnittliche Leistung bringt. Und alle sind der Meinung, das ist völlig okay. Nur die Führungskraft ist der Meinung, da ist noch mehr zu holen. Der könnte mehr leisten, der oder die könnte eigentlich ein bisschen mehr Engagement zeigen. Aber das Team, da die den mögen, besteht da gar nicht drauf. Im Gegenteil, ist sogar bereit, ihm Arbeit abzunehmen oder ihr. Und es gibt genau den gleichen Fall mit jemand, der unsympathisch ist.
Und was die Führungskräfte ständig erfahren, ist, diese unsympathische Person arbeitet schlecht, arbeitet nicht genug, arbeitet zu wenig, ist zu oft krank, fehlt zu oft und so weiter und so weiter. Das heißt, diese Ungleichheit in der Beurteilung schon, die nur wirklich auf Sympathie, Antipathie beruht, schon in der Beurteilung dieser Person sieht man diese Machtausübung, die allein auf subjektivem Empfinden beruht. Da ist gar kein Strukturunterschied da. Ne? So. Sehr gut, ja. Also die einen werden verpetzt, gewissermaßen verleumdet vielleicht sogar, und die anderen werden akzeptiert, wie sie sind, oder sogar noch belohnt für ihre Freundlichkeit. Das ist absolut so wichtig, dass wir eben vergessen, dass das so viel mehr Faktoren mitspielen. Eben, wie du sagst, Sympathie oder was weiß ich, gleiche Interessen, gleiche Wellenlänge, wie man so schön sagt, oder ganz andere Wellenlänge oder kindliche Erlebnisse, die jetzt plötzlich in dem anderen gespiegelt werden, da wirst du wieder angetriggert oder sonst irgendwas. Und das führt dann dazu, zu bestimmten Verhaltensweisen, ja, und Einschätzungen und Machtausübung. Ich wollte noch was anderes sagen, nochmal auf Manipulation zu kommen. Ja. Also auch aus dem normalen Alltag. Ich hatte eine Freundin, die war immer ganz freundlich. Und die sagte dann zu ihrer Familie und dann auch zu mir immer, ach, möchtest du nicht das Fenster zumachen oder würdest du nicht wollen das und sowas? Ich sage, weißt du was, irgendwann, wenn du was von mir willst, sag mir, frag mich, ob ich das machen kann und ob ich es machen will, und dann mache ich es. Aber verpack das nicht in sowas, ach, ganz was Nettes und so. Ja, ja, da fühlt man sich dann so ein bisschen veräppelt, ne? Es ist zwar nicht wirklich sehr unangenehm, aber es wirkt irgendwie unehrlich, ne? So ein bisschen nicht auf Augenhöhe. Ne? Also manipulativ, ne? Dass man dann. Ich sage, das ist der sprachliche Diana-Blick. Also Prinzessin Diana hatte ja so diesen ganz besonderen Blick, ja, so von unten nach oben. Und das kann man auch sprachlich machen. Ne? Und dieses demonstrative unterwürfig tun, ja, nicht unterwürfig sein, nicht wirklich bereit sein, alles zu tun, was der andere will, sondern so tun, als wäre man bereit. Ne? Das ist natürlich eine Veräppelung. Also das kann keiner auf Dauer ernst nehmen, ist aber auf jeden Fall die bessere Strategie als ein aggressives, dominantes Vorgehen. Ja. Gegen Dominanz wehren sich die anderen sofort. Entweder indem sie schwerhörig sind oder indem sie es falsch verstanden haben oder Gegenargumente haben, ich habe jetzt keine Zeit, ne, und bin dafür nicht zuständig oder so. Ne, also wenn jemand dominant mit Befehl und so weiter kommt, der dafür nicht legalisiert ist, also der nicht... Würde ich sagen, es kommt auf Setting an. Ja, da gibt es sofort Widerstand. Aber wenn einer so kommt, ne, es wäre eine ganz große Hilfe, wenn du jetzt noch eine Lücke in deinem Tagesplan findest. Ja. Der weiß doch, wie viel ich zu tun habe. Ganz genau, ja. Ich mache das jetzt so ein bisschen übertrieben lustig. In Wahrheit, wenn das Alltag ist, das nicht lustig. Das ist genau genommen, ich denke mal, 80% unserer Konflikte entstehen aus diesem Missverständnis von Macht. Wir unterstellen nämlich auch immer, dass der andere sich das anmaßt, was er da von uns verlangt, weil er eben nicht legalisiert ist, weil er eben nicht die Funktion hat. Ne? Also wenn ein Chef die Mitarbeiterin fragt, und wie war dein Wochenende, was geht denn denen das an? Der hat menschliches Interesse. Der will nicht eine Erklärung kriegen, was ich warum, wie, wo gemacht habe, sondern der will nur hören, ob es mir nach dem Wochenende gut geht. Aber er ist ja Chef und deshalb meint er es ja ganz anders. Mhm. Also Erwartung. Unser eigenes Verständnis von Hierarchien. Ne, wir sollten das immer wieder hinterfragen. Wir sind sehr oft im Alltag einfach nur ungerecht. Wir vergessen, dass ein Chef in erster Linie ein Mensch ist, auch eine Chefin in erster Linie eine Menschin ist und auch genau wie jeder andere Mensch, ne, gute und schlechte Zeiten und Stärken und Schwächen hat. Und das, was uns gegenseitig zusammenhält, sind unsere Stärken. Wir müssen uns gar nicht über die Schwächen von anderen ausbreiten. Wir dürfen sie haben. Nobody is perfect. Man muss nicht perfekt sein. Man muss sich auf die Stärken konzentrieren,
die uns gegenseitig befördern und beflügeln und bereichern. Und das ist die Basis unserer Kooperation. Und dieses ständige, was wir ja leider spätestens in der Schule lernen, dieses ständige Beurteilen. Mhm. Was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist schlecht, genau. Was ist schön, was ist hässlich. Also immer dieses auch Polarisierende. Es ja. darf so bleiben, das muss geändert werden. Das ist die Basis von Feindseligkeit. Ja, wer anders ist, schlecht. Ja. Und wer nicht feindselig sein will, der sollte sich als allererstes diese ewige Bewerterei abgewöhnen. Die ist überflüssig. Es ist einfach überflüssig. Es ist nicht wichtig, ob dein Hintergrund schöner ist als meiner. Du hast den und ich habe den. Ich sitze hier in meinem Wohnzimmer. Übrigens, der Herr, der da an der Wand hängt, den haben wir absichtlich aufgehängt. Das ist ein Urgroßvater in unserer Familie. Der war Hofgärtner am dänischen Königshof und ist wegen Majestätsbeleidigung des Landes verwiesen worden. Oh, wow. Ja. Ist nach Schweden gegangen, ist dort auch wieder am Königshof Hofgärtner geworden. Also Hofgärtner war ein Titel. Ne? Mhm. Da war er autorisiert, die Pflanzen zu beherrschen. Und auch, da, und auch in Schweden ist der wegen Majestätsbeleidigung, ich weiß nicht, ob er die Königskinder vom Beet gescheucht hat oder so, keine Ahnung. Jedenfalls ist er wegen Majestätsbeleidigung auch aus Schweden ausgewiesen worden und ist dann nach Deutschland eingewandert. Und das ist also für mich ist dieses Porträt, was so eine Hinterlassenschaft ist, also über mehrere Generationen vererbt, ist für mich so eine ewige Mahnung, ja. Es gibt eben Grenzen, die dir andere setzen, aber ob du dich dran hältst, entscheidest du. Ja. Das bringt mich jetzt auch nochmal zu vielleicht einer Abschlussfrage. Wie kann Empowerment stattfinden? Das heißt, dass Menschen in ihre persönliche Macht hineinkommen, also die erstmal erkennen und die nicht unbedingt als, oh, ich muss jetzt kämpfen, sondern die innere Macht, etwas zu sein und etwas zu tun, wahrnehmen und aus dem heraus eine Handlung aufsteigen zu lassen. Ja? Wie kann das sein? Also Empowerment als Führungstechnik ist ja auch seit ein paar Jahren so in der Diskussion. Ne? Gib deinen Leuten den Freiraum, selbst mitzudenken und selbst zu entscheiden und sich selbst zu organisieren, selbstorganisiertes Team und so, das sind so Stichworte, die sind nicht nur modern, sondern die haben sich entwickelt, weil wir merken, dass nur Wettbewerb und nur wir gegen die anderen zur Vernichtung des Planeten führt. Also die Ungleichverteilung von Ressourcen, der ungleiche Zugriff auf Rohstoffe zum Beispiel und so weiter, die ungleiche Verteilung von Vergütung und ähnliche Geschichten führen dazu, dass letzten Endes, wenn man die Kette bis zum Ende denkt, wir die ganze Erde vernichten. Und zwar überflüssigerweise. Also wenn du alleine, neulich habe ich so einen Bericht mal wieder gelesen, wenn du alleine die Konsumgüterproduktion siehst, wir können heutzutage im Supermarkt bis zur letzten Sekunde vor Ladenschluss das volle Sortiment drauf zugreifen, steht uns zur Verfügung. Früher haben wir Reste rechtzeitig in den Kühlschrank gepackt, damit sie sich länger halten. Jetzt liegen die bis zum Ladenschluss zwar in der Kühltheke, aber heute hat die keiner gebraucht. Wer weiß, ob die morgen einer braucht. Ja, dann gibt es also auch, auch nicht nur bei Lebensmitteln, sondern auch bei Textilien und so weiter. Ja, also wir wird weggeschmissen. Ein Fünftel der Produktion wird mindestens weggeschmissen. Wir produzieren von vornherein Müll und vermüllen die Erde. Plastik, ja, ganz großes Beispiel, kennen wir alle inzwischen. Also es wird produziert um der Produktion willen, um des Profits willen, um den Wettbewerber zu übertrumpfen. Und davon hat am Ende niemand was, außer noch mehr Last und noch mehr Umweltgifte und so weiter für alle. Mhm. Das heißt, wir sind eigentlich tatsächlich aktiv bei der Vernichtung des Planeten. Mhm. Und dazu gehören übrigens auch Inlandsflüge in Deutschland, diesem kleinen Deutschland, Inlandsflüge. Ja? Also solche Geschichten, wo dann gegengerechnet wird, ja, mit dem Auto brauche ich 3 Stunden länger, ja. Ja. Und? Ja, und was, wie, ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus mit dem Empowerment.
das mit Personal Empowerment, ja, also ich, dass ich merke, ich habe eine Macht und auch erkenne, dass ich manchmal Machtmissbrauch mache, wie du das vorhin beschrieben hast, ja, und dann in die Integrität hinübergehst, dass wenn ich merke, ich habe jetzt meine Macht dem anderen gegenüber missbraucht, wie kann ich das anders machen, wie kann ich kraftvoll, machtvoll sein, ohne als Boss, schlimmer Boss rüberzukommen, ja, wo immer das ist, in dem Geschäft oder auch im Privatleben. Aber wie kann ich aus der Macht, die ich habe, etwas, aus der persönlichen Macht für etwas, um etwas zu tun, wie kann ich das dann auch einbringen? Und weil wir ja mit der gegenwärtigen Situation angefangen haben, was kann ich da tun, wenn ich erkannt habe, wo meine persönliche Macht liegt? Also das, du fragst mich das jetzt, als müsste ich es wissen. Ich weiß es nicht wirklich. Ich habe dazu nur eigene Gedanken. Ich denke, es fängt immer damit an, dass man sich das wirklich bewusst macht. Es geht auch anders. Ich kann auch anders. Und ich habe mehr als eine Möglichkeit, es anders zu machen. Das ist natürlich eine Denkleistung. Das ist eine Anpassungsleistung. Die sollte man bewusst bringen, erbringen. Also vor dem Handeln, wo immer es geht, tatsächlich erstmal prüfen, geht das auch anders, kriege ich das auch noch anders hin, kann ich zum Beispiel mich mit anderen Partnern auch zusammentun. Dann sollte man sich natürlich, war auch bei mir ein langer Prozess, es funktioniert nicht über Nacht, man sollte sich seiner eigenen Werte bewusst sein. Genau. Ich habe mich früher immer so über diese grüne Bewegung mit den Jesuslatschen ein bisschen lustig gemacht, ne? Die also so in Säcken rumrennen und auch im Winter barfuß gehen und so. Das war für mich so, das waren so Spinner, ne? Und es waren, ehrlich gesagt, auch, sehe ich heute noch so, waren auch viele Spinner dabei, die einfach so mitgelaufen sind, weil es eben anders war als die Alten. Im Laufe der Zeit hat sich aber die ganze Bewegung auch in meinem Bewusstsein, weil ich sie beobachtet habe, weil ich es zur Kenntnis genommen habe, hat sich sehr aufgewertet und sehr gewandelt und ist für mich heute eine der stärksten und wichtigsten Bewegungen, die Umweltbewegung überhaupt. Und damit meine ich nicht Fridays for Future, sondern ich meine wirklich die Umweltbewegung in allen Ländern der Erde, auf allen Ebenen, in allen Institutionen. Jeder, der sich mit Umwelt beschäftigt, ja, ist für mich Teil dieser Bewegung. Und diesen Bewusstseinswandel bei sich selbst, den sollte man erstens zulassen und zweitens, also von wegen, bleib mal bei deiner Auffassung von früher, ist, glaube ich, wäre ganz falsch. Sondern das ist eben auch unsere eigene Macht, unsere Einstellung zu verändern. Genau. Die Macht haben wir. Und das sollten wir uns auch antun, auch wenn dann unsere Freunde komisch gucken. Na, früher hast du anders geredet. Ja, inzwischen sehe ich es anders. Klar. Genau. Mhm. Erstmal sich selber öffnen für das, was passiert und dann auch wirklich die eigene Einstellung aktiv gestalten, verändern, Bewusstseinswandel aktiv herbeiführen und dann eben auch eine gewisse Vorbildrolle haben und es eben auch zu kommunizieren. Auch zu sagen, ich habe da jetzt eine andere Meinung als früher oder beziehungsweise neulich ist mir bewusst geworden, dass also im Umfeld auch eine gewisse Wirkung, also meine eigene Macht dafür einzusetzen, dass andere auch lernen können, was ich gelernt habe. Nicht müssen, sondern können. Also die müssen mir nicht folgen, aber ich stelle mein Wissen zur Verfügung und stelle dann fest, die folgen freiwillig beziehungsweise folgen nicht mir, sondern sie kooperieren mit mir. Das ist wunderbar, denn es ist genau der Grundsatz, warum ich diese Interviews mache und diese Gespräche, weil es eine Möglichkeit gibt für andere, das zu hören und vielleicht davon inspiriert zu sein, um was zu lernen, so wie ich bei deinem Vortrag was gelernt habe. Ja? Und du musst es aber nicht. Du kannst ja auch denken, na, die spinnen, die beiden. Ja? Das ist aber deine eigene Entscheidung. Und vielleicht ist es ja so, dass du nach ein paar Jahren plötzlich denkst, oh, da habe ich doch mal was gehört. Und dann bist du so weit, dass du dann plötzlich dem, was du da gehört hast, folgen kannst. Und das ist meine einzigste Motivation, warum ich das alles mache. Nicht einzigste. Ich mag auch furchtbar gern mit anderen Leuten reden, ja. Aber warum ich das öffentlich mache und nicht nur privat, ist
Ich habe mir gedacht, ich hatte das alles allein durchmachen müssen, die Prozesse, mehr oder weniger. Da gab es noch kein Internet und da gab es noch keine YouTube und sowas. Und heute ist es die Möglichkeit, das, was du selber gelernt hast, doch irgendwie weiterzugeben, nicht? Und das finde ich ganz toll, Karin, dass du da mitgemacht hast in meinem Bestreben, das weiterzugeben. Und ich hoffe, dass für den einen oder anderen sich auch die Frage macht, ein bisschen mehr erschlossen hat, dass man da ein bisschen mehr drüber nachdenken kann. Und man kann es noch sehr viel vertiefen. Ich habe dein Papier dann auch gesehen. Es ist noch sehr viel mehr, was man dazu sagen kann. Aber ich denke, für so einen Einführungschat war das doch wunderbar. Und ich danke dir sehr. Und ich möchte gerne noch dir die Möglichkeit geben, was über dich zu sagen, wo die Leute dich treffen können. Und du hast ja sicher eine Webseite oder sowas. Ja, das stimmt. Ich habe eine Webseite, die heißt wie ich, karinrasmussen.eu. Mehr muss man nicht eingeben. Also alles ein Wort, karinrasmussen.eu. Findet man meine Webseite, findet man mich. Die ist gerade in Überarbeitung. Die wird nächste oder übernächste Woche schon ganz anders aussehen als heute. Also es lohnt sich in kurzen Abständen zweimal reinzugucken. Und da ist auch, sind dann auch meine Kontaktdaten drauf. Da kann man mir auch E-Mail schicken oder mich anrufen und mit mir in Kontakt treten, um zu diskutieren. Ich lade auch gerne Leute, die darüber schon ein bisschen mehr nachgedacht haben, auf meinen Blog ein oder auch auf, so wie du jetzt mich zum Gespräch eingeladen hast, dann auch zu einem Video-Interview oder so. Also man kann mit mir gerne auch öffentlich oder nicht öffentlich weiter diskutieren. Bin ich immer sehr aufgeschlossen und sehr erfreut und man darf vor allem, man darf mir widersprechen. Also es ist nicht so, dass man, wenn man ganz anderer Meinung ist, mit mir nicht reden kann. Im Gegenteil, ich bin da sehr froh drüber. Ja, und das Miteinander sprechen, auch gerade wenn man verschiedene Meinungen hat, um dann rauszukristallieren, ja, wie weit kann ich da mitgehen und wie weit nicht, das ist doch eigentlich das Spannende. Und wenn wir alle die gleiche Meinung haben, ist doch total langweilig. Wollen wir miteinander reden, dann wissen wir, genau, was der andere sagt. Okay, dann danke ich dir schön für den Moment und wir sehen uns mal wieder, um das zu vertiefen. Okay? Ich hoffe, wir haben ja jetzt unsere Kontaktdaten gegenseitig. Genau. Ich würde mich auch freuen, wenn wir uns mal wiedersehen. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deiner Webseite und mit deinen Gesprächen. Ja, und ich freue mich wirklich, dass du mich eingeladen hast. Herzlichen Dank nochmal und alles Gute für alle deine Zuschauer auch. Ja, danke. Und dir auch, dass du gekommen bist, gleich so schnell und bereitwillig mit mir darüber zu reden. Das ist wunderbar. Leute. Danke. Ciao.